So Leute, willkommen hier auf dem Kanal von Join the Crew. Mein Name ist Dennis und ich bin gerade hier in Marseille. Ich werde diese Woche einen Turn machen an der Côte d'Azur. Hier, wir haben schon eingepackt, hier waren auch schon Einkaufen, da sind die Yachten, wir sind zwei Stück, also insgesamt 16 Leute. Wird, glaube ich, richtig geil und ich nehme euch die ganze Woche mit. Jetzt werden noch die Fahnen gisten, dann geht's auch direkt los. So, angekommen hier am allerersten Ankerplatz, hier mit der Aussicht beim Sonnenuntergang. Mega, mega geil. Hinter uns, super schöne Landschaft. Und jetzt wird auf jeden Fall Zeit fürs erste Ankerbier und ins Wasser direkt. Ach, haben wir uns verdient. Na, hast du jemanden fleißig im Ankerbier bringen? Yeah. Romantik! Romantik! Oh. Also, echt da haut er auch die Schnauze raus hier. So. Nach langer Überfahrt und Ankerplatz, ich glaube, ich haben wir es ganz gut getroffen, oder? Auf jeden Fall, mega geil. Prost! 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 Prost. Auf die Handys! Juhu! Und wie ist es? Schön! Wie ist das Wasser? Ach, richtig gut. Richtig gut oder richtig kalt? Nee, richtig schön warm. Schön. Vergleich zu Schweden. Oh, das ist schon geil hier, ne? Mit dem Ausblick. Es geht sogar, das Wasser. Das ist ja kälter. Okay, das ist gut. Ja. Oh. So kann man einen Tag schon enden lassen, ne, bei so einem Sonnenuntergang. Ne? Wo sind wir? Hier. Und wo kommen wir her? Also fangen wir mal so an. Marseille, genau da ist der Hafen. Na, hier, ja. Liverpool. Und von da aus sind wir dann zu wohin gefahren? Zu Atenova. Genau. Und auf welcher Seite haben wir uns versteckt? Ja, hier irgendwo. Mhm. Los geht's! Aus dem Wasser! Fährt los! So Leute, und da wir hier bei Join the Crew sind, will ich auf jeden Fall mal die Crew zeigen. Und zwar haben wir hier einmal die Katrin. Das ist ihr allererster Turn und wie gefällt es dir so? Total schön. Total schön. Ja. Hier haben wir einmal den Benni, super Kerl auf jeden Fall, der Sprüche-Klopfer des Bootes hier, würde ich sagen. Ja, direkt nach dir. Vielleicht nach mir, vielleicht aber auch vor mir, weiß man nicht. Das hier ist Freddy, unser Skipper. Hi. Der sorgt dafür, dass wir immer von A nach B kommen, auch wenn wir manchmal nach C fahren müssen dafür. Hier haben wir den Jan. Auf jeden Fall immer am Steuer dran, das hier kaum wegzubekommen. Deswegen fahren wir ab und zu mal nach C. Ja, komm vor. Hier haben wir dann noch Andi und Anna. Servus. Andi hat gerade erst vor 2 Wochen seinen SKS-Schein gemacht und will hier mal ein bisschen noch gucken, ob er das auch wirklich alles beherrscht. Ein bisschen Ordnung reinbringen hier bei dem Chaos. Ja, macht er auf jeden Fall ganz gut. Dann haben wir hier auf der Seite noch die Patricia. Hi. Du bist auch, hast auch einen SKS, ne? Ja. Ja. Hast du auch mal schön angepackt und warst hier, glaube ich, auch Kursgipperin zusammen mit Andi. Unter anderem, genau. Genau. Und hier haben wir noch die Vicky. Hallo. Gerade hier Sonnenanbeterin und ist gerade dabei, sich ein bisschen zu sonnen. Aber bei dem Wetter hier auf jeden Fall verständlich. Schön.
nochmal zur Überlegung. Es gibt zwei Sachen, Wände und es gibt die Halse. Das bedeutet, immer dann, wenn das Segel von einer Seite auf die andere Seite geht, dann nennt sich das entweder Wände oder Halse. Und wisst ihr, wo der Unterschied zwischen den beiden ist? Nee? Wenn der Wind euch von vorne trifft und das Segel wechselt die Seite, das ist immer dann, wenn von Wind merken wir jetzt auf der linken Schulter, dann merken wir von vorne und dann von der rechten Schulter. Und da wechselt das Segel einmal die Seite. Der Wind kommt von vorne, das ist die Wende. Wenn der Wind uns von hinten trifft, einmal von der hinteren Schulter die Seite zu der Seite, dann wechselt auch das Segel die Seite und das nennt sich dann Halse. Hinter mir ist jetzt unser Schwesternschiff. Wir machen heute Abend Päckchen, das heißt, unsere Boote werden so aneinander geparkt, dass wir immer vom einen aufs andere rüberspringen können und so einen coolen Abend zusammen haben. Okay. Eins, zwei. Zu kurz. Nee. Kriegst du gar nicht hoch. Jawohl. Fangen. Geschafft. Und jetzt merkt euch meine Worte. Sobald sich zwei Skipper die Hand geben, dauert es nie lange bis. Gut. Alter. Das ist gut. Vollkommen übertrieben. Ja. Hier. Mit dem Bier. Wir sind jetzt hier in der neuen Bucht gelandet und machen hier unseren allerersten Landgang. Das heißt, wir schnappen uns unser Dinghy, fahren dann da rüber, haben dann da circa eine halbe Stunde Fußweg und landen dann im kleinen Fischerörtchen Cassis und das schauen wir uns jetzt mal an. Läuft? Wir machen hier ein kleines Spiel und zwar haben wir die ganzen Fenner herausgeworfen und angekettet ans, oder angeleint ans Boot. Und die machen jetzt hier den Motor an und dann werden wir sehen, wie viele Knoten wir uns hier festhalten können und wer zuerst loslässt. So, dann ist Stufe 1, ne? Mal Stufe 2. Ganz schön anstrengend, gell? Komm hier noch! Komm mal, komm mal! Ich kriege euch! Ich mach den Robben mal raus! Geil, Dennis! Komm, soll ich dir helfen? Und war gut? War sehr geil! Oh Gott, ey! Oh, danke! Prost! Wer möchte? Jeder kriegt eine oder auch nicht. Mal gucken. Also hier ran hängt der Fender. Lassen ihn so runterbaumeln auf die richtige Höhe. Dann zur anderen Seite rum und ziehen das hier durch. Und dann hat man den sogenannten Webeline-Steak, genau. So, und zur Erfolgskontrolle kann man immer gucken, dass diese beiden Enden zu einer unterschiedlichen Richtung rauskommen und dass die beide innen sind.
dann ist der Knoten richtig. Set 0. D'accord. Er hat gemeint, Platz ist E6, aber wenn wir nicht wissen, wo E6 ist, wird das gut. Zum Glück haben wir ein paar Leute an Bord, die gut Französisch sprechen können. Das ist hier auf jeden Fall sehr hilfreich. Und für uns geht es erstmal da lang in den Hafen, machen da einen Tagesausflug, fahren da ein bisschen rum mit dem Fahrrad vielleicht oder zu Fuß, gehen da was essen und machen heute einfach mal einen schönen Tag am Land. Langsam, glaube ich, oder zumindest ist es hier. Bei der Hitze hier gerade starten wir unseren Landgang auf jeden Fall erst mit einer ordentlichen Kugel Eis. Oder zwei. Oder drei. I have one Coco and one Nutella. Merci. Alter, zu drei Kugeln? Alter, sechs. Das ist doch. Das fühlt sich an wie 10 Kugeln. Ja. Merci. Komm, Katrin, schneller! Ja, und anstrengender geht's klar. Da lohnt sich auf jeden Fall bei der Aussicht hier. Achtung! Bams! Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Die Abkühlung mehr war auf jeden Fall dringend nötig, aber jetzt geht es auf jeden Fall weiter für uns. Hier gibt es hier noch eine Menge zu entdecken. Lass du mich gerade auf? Ja. Nach dieser Fahrt und bei dieser Aussicht haben wir uns auf jeden Fall erst mal ein Picknick verdient. Käse? Dann noch mehr Käse. Dann noch mehr Käse. Mach das Fieder weg, bevor es unser Essen bestimmt. Geh! 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 Ich glaube, es versucht gerade auf das arme Ding. Alles gegeben. Sind wir richtig? Ja. Geil. Neuer Stopp hier in so einer geilen Bucht hinter mir. Und hier soll man ganz gut schnorcheln können. Deswegen gucken wir mal, ob wir hier was Cooles finden. Der Tag geht langsam zu Ende. Nachdem wir den ganzen Tag wirklich sportlich sehr aktiv waren, haben wir dazu entschlossen, heute draußen zu essen. Und das machen wir jetzt. C'est combien? Le 50 centimes. Also das ist ein halber Liter in so einem Pichet, so man davon zwei nehmen? Ja. On en prend deux. Cheers. Dennis. Oh ja. Oh, cheers. Oh, überkreuzt. Ja, das ist richtig. Was steht denn hier, ne? Ist da Bescheid? Ja, ich will meinen Platz tauschen. Ne? Geht's? Ja.
gerade 5.15 Uhr morgens, richtig krass früh. Aber heute segeln wir in den Sonnenaufgang, deswegen sind wir gerade alle wach, machen gerade das Schiff Ablege fertig und dann geht es auch los für die einzige Sache, für die es sich lohnt, wirklich so früh aufzustehen. Da ist vielleicht. Aber gar nicht im Bett. Vielleicht auch nicht. Ein bisschen zu. Ganz ehrlich, man kann von frühem Aufstehen halten, was man will, aber dafür lohnt sich einfach immer. Das ist so geil, ey. Müsst ihr auf jeden Fall auch machen. Wir machen jetzt hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Landgang, gucken mal, was diese Bucht so schönes zu bieten hat. Aber sieht schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. Boah, das ist hier eng. Eine halbe Stunde gedauert, war ein bisschen anstrengend, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, wenn man sich das hier anguckt. Schneller! Schneller! Das richtige Speedboat! So, das war's jetzt hier. Noch ein letztes Mal segeln und dann geht's ab nach Marseille. Wir sind alle ein bisschen traurig, aber jeder Tag hat auch ein Ende. So Leute, das war's hier. Bin wieder zurück in Marseille. Hinter mir Sonnenaufgang. Hier unten in der Küche wird gerade noch geschnibbelt, weil wir gleich essen. Und was soll ich sagen, es war ein mega geiler Turn. Wir hatten super viel Glück mit dem Wind, konnten richtig viel segeln. Die Landschaft war auch mega geil, hat super Spaß gemacht, sich die mal anzugucken. Die Gruppe war total lustig. Wir hatten echt geile Abende. Und ja, gibt es nicht viel zu sagen, außer ich habe die Gruppe wieder voll in mein Herz geschlossen. Hat echt Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall, die alle nochmal wiederzusehen. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall machen. Und ja. Jetzt geht's zum Essen, Duschen, Schlafen, vielleicht noch ein bisschen was trinken und dann wieder nach Hause morgen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.